Selten habe ich gestern in meiner Werkstatt, die mich in den Ausmaßen übertreffen. Und dennoch ist heute mein Kumpel Dennis zu Besuch. Grüß dich, mein Bruder. Hi Jan. Und wir haben hier ein relativ interessantes Projekt. Das ist heute mal nichts mit Simson. Dennoch vielleicht was, was euch als DDR-Freaks begeistern könnte. Wir haben es herausgefunden. Ich blende euch jetzt mal die Bilder ein von 2015. Ja, Mai 2015. Mai 2015. Dennis hat uns überredet. Mit seinen unwahrscheinlichen handwerklichen Fähigkeiten hat er bei uns verschiedene Sachen gemacht und hat gesagt, Jan, ich hätte dir bitte, hilf mir bei meinem Motorrad. Und man sieht es erst, Jockey. Ja, das ist das Problem. Er wollte Rennen fahren. Wie nennt sich das, die Rennen? Früher war Jüterburg, jetzt ist nur noch an der Müritz Trophy, MZ Trophy. Okay. Jedes Jahr im August. Ja. Und wie ihr seht, Dennis hat mittlerweile ungefähr 75 Kilo. Ja. Mehr als ich. Möchte trotzdem Rennen fahren und nachdem wir die Karre umgebaut haben, muss ich sagen, es lief ziemlich gut. Und ja. Du hast ein paar Mal angeführt, ja. Hast ein paar Mal einen Start gewonnen und hast du auch schon mal dritten gemacht. Ich bin gut dabei, genau. Ja, B-Finale ist ja verschiedene, C-Finale, B-Finale, ja. A-Finale. Also B habe ich schon mal bis zum ersten geschafft, A hat es denn nie erreicht, da war ich dann 7, 8 Mal, aber gut dabei, mit Abstand der schwerste, muss man ja so sagen und dafür war es sehr gut. Ja. Ja. Ich meine, man sieht es nicht von außen. Nee, man sieht es nicht, aber nee. Ich wollte es mal ansprechen. Ja, alles Muskeln und Samenstränge. Jedenfalls sind wir heute hier, um diese Karre nochmal auf den Prüfstand zu stellen und um mal in den Motor reinzugucken, weil tatsächlich 10 Jahre her, dort war das Wissen natürlich noch nicht so ausgeprägt wie heute. Mhm. Und ich habe eine kleine Wette laufen mit dem Dennis. Ich sag mal nicht ganz die Grundlagen, das ist ein bisschen gemein, aber ich habe ihm versprochen, ich mache ihm mal Leistung, wenn er was für mich tut. Er hat was getan für mich. Mhm. Für sich selber vielleicht auch. jetzt könnt ihr alle raten, was es ist. Ja. Und jetzt stellen wir das Ding auf die Rolle und dann wird der Motor mal frisch regeneriert. Das heißt, wir fahren nachher noch zu Lando, schauen in den Motor rein und werden euch mit der Kamera wieder mitnehmen, dass ihr auch mal diese Art der Technik seht, was wir uns dort gedacht haben. Das sind echt witzige Sachen gebaut. Ich weiß noch, ich habe damals an dem Kurbelgehäuse massiv umgebaut. Da ist ganz schön Zeug reingebastelt. Und jetzt gucken wir einfach mal. Wir stellen es erstmal auf den Prüfstand, es geht ja noch. Genau. Die Leistungskurve blende ich euch jetzt nochmal mit ein, die es vor fast 10 Jahren hatte, vor 9 Jahren hatte. Und jetzt schauen wir mal, wie viel davon noch übrig ist. Du bist jetzt gefahren, ohne eine Zündkerze zu wechseln, ohne irgendwas zu machen. Es hat die ganze Zeit gehalten. Genau, einfach nur gehalten. Ja. Ja, und das ist schon mal ein sehr gutes... Eins war nur die Kupplung. Die Kupplung war... Aber die ist schon wieder... Geht schon wieder. Na, die machen wir aber auch wieder. Genau. Und dann schauen wir mal in den Motor rein. Ich bin echt gespannt, was uns erwartet. Ich habe es schon... Aus meinem Kopf ist es schon wieder raus, muss ich alles sagen. So, schieb hoch die Karre. Ich bin ehrlich gesagt schon ein bisschen gespannt. Man muss ja dazu sagen, die Leute, die mich kennen, ich bin nicht der größte MZ-Fan. Ja, das ist genau. So. Ja, ja. Ich sag mal, das Höchststrafe, das stimmt zwar nicht, aber für uns ist das halt komplizierter. Die Dinger sind viel größer. Allein, ich denke schon an die Schleiferei, wenn wir manchmal MZ-Zylinder gemacht haben oder AWO. Und der Patty kommt dann immer und sagt dann immer, Alter, lass mich bitte mit dem Zeug in Ruhe. Weil die sind so groß und schwer, wenn wir die hohen horizontal, wir machen das mit der Hand, dann hast du das Problem, dass du immer das Gefühl hast, dass es dir die Dinger aus der Hand reißt. Und so, es ist halt alles ein bisschen umständlicher bei MZ, weil es halt alles viel größer ist. Mensch, der Auspuff braucht auch mal ein bisschen Liebe, hä? Na ja. Ey, den tun wir schön putzen und tun den neu anmalen, dass der schön aussieht. Also war schon gut unterwegs. Ui, hier, eine Beule. Oh, das zeige ich euch gleich. Na, da hat er schon mal einen abgekriegt. Egal, den machen wir trotzdem noch mal hübsch. Aber vielleicht können wir da ein Blech drauf machen. Oder wir machen ein Blech drauf und ein paar Rollen. Dass wenn du an die Stelle kommst, dass es nicht hängen bleibt, sondern dass du weiterrollst. Ein paar Skateboardrollen. Alles klar. Übrigens, Pullover ist geil. Mücke, ist klar, ne? Ja, größer S. So, jetzt mache ich das mal fest, aber nur ganz leicht, weil das muss dann noch ein ganz kleines Stück nach hinten. Es gibt übrigens ein neues Trinkspiel bei den DJs von Langtuning. Das muss man immer sagen, so mit O. Achso, ich habe noch was vergessen. Leute, wenn ihr das Video anguckt, ihr findet es geil, bitte klickt auf den Kanal, abonnieren. Könnt ihr uns einen großen Gefallen tun, weil damit kriegen wir Devisen. Wir machen immer unwahrscheinlich Gewinne mit den Videos, also erleben könnte davon keiner. Nichtsdestotrotz hat das natürlich was damit zu tun, wie viel Lust wir haben, weitere Videos für euch zu machen, also bitte draufklicken. Mehr Werbung später. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache, das tun viele Leute, tun das nicht so beachten. Aber die einzige Art, um relevant auf YouTube zu werden, ist halt, dass man einfach genug Abonnenten hat. Das ist halt so eine Zahl, die wichtig ist, weil wir dadurch halt einfach auch dann die Möglichkeit haben, dass unsere Videos halt gut verbreitet werden. Und nur so können wir dann halt auch uns selber motivieren, weiterzumachen. Ja. Neue, geile, interessante Themen zu finden. Wenn es keiner anguckt, brauchen wir es nicht machen. Ja. Ja, das Ding ist ja, es gibt ja auch die einhellige Meinung, dass Leute bei YouTube
Die Videos machen immer reich werden damit. Mhm. Ich sage euch unsere Zahlen nicht, weil es Quatsch ist, aber ich kann euch sagen, also für die Produktion von jedem Video legen wir als Langtuning mit Sicherheit 200-300 Euro drauf. Mhm. Also das ist nicht schlimm, das ist okay, weil uns macht das Spaß, ja trotzdem eine Werbung für uns. Aber nichtsdestotrotz ist, ja, also mit YouTube alleine Geld zu verdienen, da müssen wir einen ganz anderen Weg gehen. Mhm. Und das wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich hauptsächlich interessanten Content bringen und die Leute so ein bisschen dabei halten, dass die immer was Geiles Neues sehen, was ihnen Spaß macht. So, pass auf. Das Lot von dem Hinterrad muss über der Mitte von der Achse von dem Prüfstand stehen. Dann sagst du mal, wo ein Stopp ist. Mitte von der, die Achse? Genau, Mitte also so Achsmitte zu Achsmitte ungefähr. Da musst du noch ein ganzes Stück. Lieber ein kleines Stück weiter dahinter. Mhm. So, so, gut. Machen wir noch einen kleinen Schritt hinter. Ja. So. Mhm. Fantastisch. So. Was wir auch immer machen beim Prüfstand, ordentlich Luft drauf pumpen. Mhm. Und du hast noch gesagt, es ist wenig Getriebeöl drin. Genau. Da gebe ich dir gleich ein bisschen was. Dann machen wir gleich das gute Simto 0 Klatschmaß rein. Warum ist denn eigentlich ist wenig Getriebeöl drin? Da ist über die Jahre wohl doch was rausgelaufen. Na, wir hatten ja letztes Jahr die Kupplung neu gemacht und da hast du die geschickt. Und ich habe sie extra gerade hingestellt. Aber wahrscheinlich die Dichtung muss blöd gewesen sein. Okay. Ja. Aber dann muss ich mal gucken, wie wir da hinkommen. Ne? Achso, da kommen wir auch nicht ran hier. Da kommen wir auch nicht ran wegen meiner Rahmenversteigerung. Ich habe hier nämlich so eine geile Rahmenversteigerung angebaut. Jetzt hast du natürlich Arbeit. Wie kommst du denn da hin? Ach du Scheiße. Jetzt müssen wir erstmal irgendeine Konstruktion mit einem Schlauch machen und hier unten, wo sieht man es denn überhaupt? Da unten an das Loch ranzukommen. Na gut, dann bauen wir jetzt irgendwas Schönes und dann filmen wir natürlich, wie immer, die gute Brühe auf. Hast du das schon gefahren beim letzten Mal? Ja. Und hat es funktioniert? Hat super funktioniert, bis die Kupplung wieder Asche war. Ja. Also ich schütte das Öl alle möglichen, auch in Rennmotoren und so weiter rein. Ich bin top zufrieden und es gibt ganz viele Kunden, die es mittlerweile auch gecheckt haben, dass es einfach geile Suppe ist. Super. Ey, warte mal kurz. Ja. Es gibt neue Simto 0 Produkte. Dennis, Mensch, warte. Ja. Wir müssen das ja richtig wieder warm machen. Warte, wie Amerikaner. Wir müssen ein bisschen kuscheln. Ja. Kennst du schon das Simto... Oh, scheiße, mach mal. Dennis, kennst du eigentlich schon das neue Simto 0 Fett? Nein. Ich zeig's dir. Wunderbar. Ich bin jetzt auch dabei. Genau, schau mal bei uns im Shop, wir haben ein neues Fett. Ist einmal ein relativ, also nicht ein relativ, ein sehr hochwertiges PTFE-Fett. Das ist wirklich richtig geil. Und ein relativ einfaches Fett, was man zum Schmieren von allen möglichen Lagern nehmen kann, gibt es auch von Simto 0 und vor allem in kleinen Abpackungen. Also man muss nicht 25 Kilo kaufen, sondern man hat halt auch eine kleine Tube. Und vor allem dieses sehr hochwertige Fett, lest mal, was da drunter steht. Wir haben es extra in die Beschreibung geschrieben, was das alles Geiles kann. Das ist richtig herrlich. Wir sind sehr stolz, dass wir immer neue Produkte bringen können, die solche Sachen können. Wir haben ein paar richtig geile Firmen gefunden, die mit uns zusammenarbeiten. Und ich kann ja schon sagen, es kommt von verschiedenen Firmen. Wir sammeln das quasi zusammen bei dem Hersteller, wo wir es am geilsten finden. Wir nehmen nicht irgendeinen, damit wir irgendein Fett haben, sondern wir nehmen das, was wir wissen, dass funktioniert. Hm. Also wir suchen nach Produkten, die wir geil finden, lassen dann teilweise Sachen für uns ändern. Ja, und dann tun wir es verkaufen und ich finde es einfach nur geil. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Aber der Name ist geil mit dem Simto 0, das ist schon... Kommt von meiner Frau. Ja, hast du ja erzählt, ja cool. Komm, ich mach gleich mal. Der Name Simto 0, der kommt tatsächlich aus dem Kopf meiner Frau. Ich muss nochmal Danke sagen, nicht nur für die vielen tollen Kinder, die sie mir geschenkt hat und für diese tolle Frau, die sie ist, sondern auch dafür, dass sie solche Ideen hat. Wir haben zusammen beim Spazierengehen ist uns die Idee gekommen. Ich weiß noch genau, wie wir langgelaufen sind und sie sagt, nach all den Ideen, die wir hatten, es waren Hunderte, sagt sie Simto 0 und ich denke, jawohl. Also, jetzt kam fast, aber nur ganz knapp davor, dass ich jetzt was Sexistisches gesagt habe. Und es war schon wieder totaler Quatsch gewesen. Also, vielen Dank nochmal, wollte ich einfach noch sagen. Schlauch? Hast du schon? Pass auf, ein Schlauch. Wir brauchen ja einen relativ dicken Schlauch, der dann unten in einem Trichter drin steckt, genau, damit wir bis dorthin kommen. Genau. Das wird ein bisschen komplizierter, weil wir ja einen Trichter brauchen, der quasi den Anschluss in der richtigen Größe hat. Ansonsten sind wir ja... Der sieht ja schon mal gut aus, oder? Sonst sind wir ja 100 Jahre am Machen. Hier, machen wir das. Ja. Aber das Problem ist ja, dass der Schlauch, wenn er jetzt so dünn ist, dann können wir ja hier 100 Jahre reinfüllen. So, pass auf, komm mal her. Das ist ja wieder was für die Werkstatt-Tipps. Also wenn ihr an die Stelle nicht rankommt, nehmt ihr euch einen Schlauch, einen kleinen Trichter und versucht zum Beispiel den Schlauch durch den Trichter hier unten. Das geht fantastisch, guck mal. So hier, da kürzen wir ein Stück, gucken genau die Länge und dann haben wir ein perfektes Tool, um auf diese Entfernung einzufüllen. Dauert natürlich ein Stück, wäre besser, der Schlauch wäre dicker, der Trichter würde passen. Ich habe jetzt aber keinen anderen Trichter, aber die Kombination taugt, würde ich sagen. Guck mal, da wird man hier unten rankommen. So, also mit dem Ding wird man jetzt hier unten rankommen quasi. Wir haben jetzt hier
den Trichter. Komm jetzt hier unten bis zu dem Loch. Das ist ja auch blöd, durch die Kamera reinzugucken und das Loch zu treffen. So, jetzt habe ich das hier unten das Loch reingesteckt. Jetzt muss ich die Kamera hier an die Stelle. So, hier seht ihr es. Und jetzt muss ich nur noch den Schlauch kürzen, damit wir dann hier reinschütten können. Also ich mache es ein bisschen länger und dann passt das. Die alten Hosen unter euch werden dann denken, was gibt denn da ihr uns für Tipps? Das wissen wir alles schon. Das ist für die jungen Hosen, okay? Abgeschnitten, Schlauch noch ein Stück durchgezogen. Fertig. Und somit haben wir ein geiles Befüllgerät. Stecken wir das wieder hier rein. Soll ich so tun, Meister? Ja, dann tun wir es so. Was denkst du, wie viel rausgelaufen ist aus eurer Dichtung, die nicht dicht war? Fast alles. Fast alles? Scheiße. Das ist schlecht, da brauchen wir jetzt ein Stück. Warte, dann müssen wir mal gucken. Naja, es waren fast 400 Milliliter drin. Das wird auf jeden Fall reichen, aber da sind wir hier eine halbe Stunde am Nachfüllen. Was wir jetzt machen, wir drücken bei der Kamera auf Pause, um euch nicht zu langweilen mit diesem Quatsch, und dann geht's weiter. So, jetzt sind wir soweit. Öl ist drin. Auf jeden Fall genug, dass nichts kaputt geht. Bohrschütze. Ja. Prüfstand habe ich vorbereitet. Klemmen mache ich ran. Achso, die Luft auffüllen müssen wir noch. Da ist noch genug Luft drauf, ist auf der Karre. So, mach das bitte mal ans Zündkabel ran. Und ist egal, Oberhalbmeter oder ist es egal? Oder? Na, ja, auf der Mitte irgendwo. Okay. Das wird hier, das ist problemfrei. Da haben wir eine PVL reingebaut, das geht überall stoßfrei. Gut. Absaugung. Abluft müssen wir noch machen hier. Das Ding darüber. Jetzt müssen wir noch irgendwie dafür sorgen, dass das hier mit dran ist, weil sonst kann es ja Probleme geben. Oder enttäuscht bist, Dennis? Hä? Ist die Hinterradleistung. Aber ja, wurde jetzt der Motor hat ein bisschen mehr. Ja. Es wurde jetzt, also mit Freiblasen wurde es immer mehr. Es sind jetzt schon 17 PS am Hinterrad. Hä? Und pass auf, was jetzt passiert. Warte, hier, Knöpfchen drücken. Was haben wir denn richtig? Blubblub. Das muss ich erstmal nochmal überlegen. Rad, Motor, Motor. Also am Motor haben wir 18,9, also 19 PS. Ist aber auch viel zu fett. Wir müssen erstmal lüften hier. Das eine. Ja. Hier drinnen, da steht eine Moze. Ich zeige euch noch mal kurz die Kurve, bevor ich lüfte. So, wir haben jetzt die Leistungskurve hier. Jetzt könnte ich noch mal die alte dazu mit einblenden. Wir haben jetzt hier 18,9 PS, wirkt aber viel zu fett. Und hast du es gehört, was beim ersten Mal passiert ist? Ja. Was? Die Kupplung hat geschliffen. Ja, die Kupplung ist gerutscht. Und das war aber einfach nur, dass oben am Lenker, einfach nur der Bautenzug hier
Hier stand es zu sehr unter Spannung. Ich habe dann also einfach nur hier den Hebelstück zurückgemacht, weil das einfach unter Spannung stand und dann ging es. Also dann hat es auch die normale Leistung angezeigt. So an sich klingt das nicht ungesund und eigentlich läuft er auch noch ziemlich gut. Also das wird auch noch 10 Jahre gehen, denn das wollen wir wirklich reingucken. Ja, aber dann muss ich abnehmen. Das, ja. Wie viel PS willst du? Du hast gesagt, 2 mehr. 2 mehr, habe ich gesagt. Aber vom alten Stand, der war ja höher. Okay, also 30 reichen? 30 reichen, ja. Ich bin gespannt. So Dennis, ich würde sagen, jetzt hier mal ganz kurz vor der Überraschung, was wir nämlich jetzt machen. Wir bauen jetzt den Motor aus, auch für alle MZ-Fans unter euch, die vielleicht auch das Motorrad schon haben fahren sehen, mit unserem Jockey. werden den Motor jetzt ausbauen und werden in den Motor reinschauen, mal gucken, wie der Zylinder eigentlich aussieht und wie ich das damals gebaut habe, weil ich muss ehrlich sagen, Gedächtnisleck, ich kann mich nicht mehr erinnern, habe ich schon Nebenauslöser reingemacht? Was habe ich mit den Überströmern gemacht, Störzeiten? Ich bin nicht ja mehr zufrieden, sagen. Damit du mich noch erkannt hast. Ich hab dich noch erkannt, weil du so schnell vorbeigefahren bist. Ja, genau. Das war nur noch ein Kondensstreifen am Horizont. So, wir bauen die Karre aus und zeigen euch jetzt noch, wie es in dem Zylinder aussieht. Wackelt wie ein Lämmerschwanz. Wie war denn das eigentlich? Ich habe das hier irgendwie gebaut, dass man den Rahmen außen abbauen kann. Ne? Hier und da mit den Schrauben, damit man den Motor mal rausbauen kann. Ich erinnere mich. Es war irgendwie so gebaut, ne, dass man hier die Schrauben abschrauben kann, um den Motor auszubauen. Ja, du musst alles ab. Genau. Na dann, ich würde sagen, ich filme, du schraubst. Super. Muss ich sagen, die Arbeitsteilung gefällt mir. Man muss ja auch dazu sagen, wenn man das Verhältnis sieht, also ich sag mal, warte, wir können ja mal, achso, du hast jetzt einen Pullover an, ne? Wir könnten jetzt Arme vergleichen. Na, das hat ungefähr den doppelten Arm, also das, warte, was ist das nochmal hier? Also das ist mindestens der doppelte Arm. Und da würde ich mal sagen, es ist besser, wenn du die schweren Sachen machst und ich halte nur die Kamera. Das ist in Ordnung. Ja. Ja. So, hier haben wir schon eine geile Konstruktion, da gab es gerade schon eine Geschichte dazu. Beim Rennen ist es immer so, dass er hier immer seine Mutter verliert, weil sie locker wird. Deswegen ist es mit Draht gesichert, damit sie sich nicht mal losdreht gegen den Rahmen. Ne? Form follows function. Das ist halt, das ist Racing. Wie ist das wirklich so, ja? Ich schraube und du? Ne, wir machen das jetzt mal so, ja, genau, damit die Leute auch was zu gucken haben. Außerdem machst du das sowieso besser als ich. Nee. Also ich habe auch schon mal versucht zu schrauben, aber es ist immer kläglich gescheitert. Ja, sind wir schon 2. Ja, von daher, warte, ich gebe dir noch eine schöne Kiste von mir hier. Ja. So, like this. Und da euch ja wohl kaum interessiert, wie man so einen Motor ausbaut, machen wir mal wieder kurz Pause und zeigen euch dann, wie das aussieht, wenn es auf dem Tisch steht, oder? Genau. Dann können wir nämlich in Ruhe schrauben und sind auch gleich fertig. Also, see you later. Zu dicke Finger geht nie mit Handschuhen. Man kann nicht zu dicke Finger haben. Nein, du hast doch immer gesagt, das Gewicht, wenn ich schwerer bin, muss das Moped halt mehr Leistung haben. Und das liegt ja jetzt in deiner Macht. Das liegt in meiner Hand, ja. Ich bin wieder verantwortlich, ich merke das schon. Jetzt hatte hier gerade jemand eine gute Idee. Wir haben ja Kabelbinder abgemacht. Wer war das, dein Kumpel? Ja, von meinem Kumpel, der Vater, der unser Vorortschrauber ist. Der Vorortschrauber, ja. Genau. Ja. Der Dennis hat quasi das große Glück, dass er vor Ort noch ein paar Werksmechaniker hat. Genau, Einmal ist der Fahrer und einmal der Vater vom Fahrer, der schraubt die ganze Zeit die Karre mit. Und ja, da schraubt ihr auch immer an der Karre. Und da muss ich sagen, bin ich froh drüber, da hat er die Kupplung gebaut. Da musste ich nicht ran, ne? Ja. Deswegen wollte ich nochmal Danke sagen. Die Kiste machen wir weiter. Da fällt übrigens gerade noch ein schöner Spruch ein. Als ich jung war, war ich arm. Doch nach Jahren, vielen Jahren harter Arbeit, bin ich nicht mehr jung. Hast du? Ja. Soll ich so tun, Mäfle? Wo ist Blinker? Was ist Blinker? Was ist das für Blödsinn? Wo ist Blinker? Guck mal, hab ich. Wunderbar. So, Schnick, Schnack. Wackelst du ein bisschen? Genau. So, so, du bist stärker, hebst du ihn raus? Ja, wenn ich noch doof machen, dann bist du schwach. Toll. Und pass mal auf, ich sag dir mal noch eins, ne? Wenn du denkst, du kannst mich dumm machen, bist du genau in der richtigen Adresse. Nee, ich sag eigentlich immer, mich kann man nicht beleidigen. Weißt du warum? Hm? Stimmt alles. Ach so, okay, ja. Wollen wir zusammen oder kannst ja, du? Ja, zusammen, wa? 3, 2, 1. Oh. Holen wir noch 2. Ah, zu mir rüber, wa? Ist klar. Zu dir rüber, ja, klar. Das ist aber ein großes Loch in deinem Rahmen. Ja. Ich muss noch versuchen, meinen Kopf wieder rauszuziehen, ohne den Augen aus der Schlinge. So, jetzt ist noch so eine Hülse, die war hier oben eingeklemmt. Waren das 2, ja. Die waren auf der Seite. Das können wir uns alles merken. So.
Und jetzt ziehen wir mal den Kopf runter und gucken mal in die Kiste rein. Jetzt kommen wir zum eigentlich Spannenden. Oder wollen wir mit dem Video aufhören? Nein, ich will dich nicht ärgern, wir machen weiter. So, ja, zuerst mal machen wir mal ein Squish. Das heißt also, wie viel Quetschkante haben wir? Ja, die Katze war lange nicht draußen, man merkt es gar nicht. Also wir gucken erstmal nach der Quetschkante. Dafür habe ich ja wieder dieses tolle Werkzeug für alle, die es nicht kennen. Und für alle, die es langweilt, dass ich seit 10 Jahren dasselbe erkläre. Aber es kommen ja immer wieder neue Leute, die es vielleicht nicht wissen. Ansonsten Quetschkante messen. Blödsinn. So. Bisschen krummbiegen. Krummbiegeln. So. Haben wir. Wie viel Quetschkante haben wir gemacht? Das ist auch gut. Das ist doch perfekt. Racing-Wert ist das schon fast. Ja. Kann man bestimmt noch weniger machen, machen wir aber nicht. So, das heißt also, das sieht schon mal sehr gut aus. Da haben wir uns damals schon Mühe gegeben. Jetzt ruhig noch ein bisschen näher kommt, Dennis. Weil die wollen ja viel mehr die Technik sehen als meine Haare. Okay, wir können ja jetzt abstimmen. Was wollt ihr mehr sehen? Die Technik in dem Motor oder mein Gesicht? Ja, ich okay, den Motor. Ist okay. Ja, ja, ich hab's verstanden. Ich geh auf den Motor. Ich hab's verstanden. Ich habe übrigens schon eins entdeckt. Soll ich schon mal zeigen? Schon mal Licht. Ich habe schon reingeschaut, als du gerade heimlich hinterwaschen warst. Guck mal den Auslass rein. Guck mal, was wir hier finden. Ui. Ich habe da schon Nebenauslässe reingemacht. Ja. Und habe sogar, komm mal richtig doll nah. Nebenauslässe hier reingetüdelt. Ja. Und ich habe sogar innen drin Buchsen gesetzt, damit man da dran vorbeikommt und so. Also ich habe das wirklich, ich frage mich jetzt gerade noch, also der Dennis hat mir weder seine erstgeborene Tochter versprochen, noch mir Millionen überwiesen. Irgendwie hat er mich motiviert, sowas zu bauen. Ich frage mich heute noch, warum. Freue mich aber trotzdem. Du hattest so einen verstopften Abfluss. Ich habe dich einfach gerettet. Okay. Ja. Also, wenn ihr in der Nähe von Frankfurt wohnt, Frankfurt-Oder, dann Haustechnik Schwieghal, da werde ich geholfen. Wenn du mir dein Logo schickst, kann ich ja jetzt noch einblenden. Ja, ist klar. So. Das neue Trinkspiel in Langtuning-Videos. Wenn ich so mit O sage, dann gibt es einen kurzen. So mit O. Wer so sagt, hat noch nichts gemacht. Nein, das sieht aber noch gut aus. Was hast du für mich Öl gefahren? Damals hast du gesagt Motul 800. Ja. Bin ich auch bei geblieben. Okay, bist bei geblieben. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Bartlene Schaubestellen sind drin hier. Aber es sieht eigentlich ziemlich gut aus. Ich habe das Wort eigentlich benutzt. Also jetzt muss ich mal noch eine Lampe für euch dazu nehmen. So, und jetzt hat man so ein paar ganz kleine Schaubestellen sind hier drin. Die sind aber nicht schlimm. Das finde ich überhaupt nicht dramatisch. Hier hinten, da habe ich sogar einen dritten Kanal reingemacht. Wow. Ich habe hier voll High-End geendet. Aber ich sehe Leistung, tatsächlich. Das klingt geil, oder? Ich sehe Leistung, also ich sehe, wo sie fehlt. Ich freue mich. Also brauche ich doch nicht mehr so viel abnehmen. Naja, nochmal 30, 40 Kilo. Dann passt es. man sagt 10 Kilo sind 1 PS. Das ist natürlich eine relativ profane Rechnung, das hat man damals gesagt, als die 50er Fahrer auf 50er Mopeds drauf saßen, weil das ist natürlich das Gewichtsverhältnis, kannst du natürlich, wenn das jetzt jemand nachrechnet, dann würde er mich für völlig bescheuert erklären. Aber natürlich ist es trotzdem so ein Äquivalent, was wir mal hernehmen können. Also, wenn ich sage, ich finde 5 PS und du nimmst 50 ab, dann hast du 10 mehr, dann kannst du die anderen quasi überrunden. Ja. Geht beides nicht. Und von daher versuchen wir einfach unser Bestes, würde ich sagen. Genau so ist es. Genau. Und für uns ist jetzt an der Stelle Schluss. Und im nächsten Video zeige ich euch, wie man eine Kreissäge bedient im Hintergrund. Ja. Das muss man kürzer machen. Wir haben in der Werkstatt gerade Renovierungsarbeiten und der beste Handwerker der Welt, mein Vater, ist gerade am Werkeln. Ich werde euch im nächsten Video den Zylinder runterziehen. Vorher werde ich die Steuerzeiten messen, werde euch zeigen, was es für Steuerzeiten hat. Und ich werde euch auch mitnehmen in den Prozess, wo ich sage, was mache ich an dem Ding noch, damit mehr Leistung kommt. Da werden wir euch also mal drin halten. Also für alle MZ-Freaks und vielleicht für alle, die es werden wollen oder alle, die auch unsere Videos mögen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt MZTS at its best. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald. Sportfrei und bis zum nächsten Mal.